Und schon wieder zurück bei Dragon Age Inquisition. Wieder in der Himmelsfeste, nachdem wir letzte Folge, naja, das Geheimnis um die Sucher und vor allen Dingen das Geheimnis um den Lordsucher aufgeklärt haben. Cassandra ist so ein bisschen in einer Glaubenskrise im Augenblick, was ich absolut nachvollziehen kann. Vor allen Dingen in einer Krise darum, was mit dem Orden passieren soll. Reden wir mit ihr. Ich hoffte, wir könnten ungestört reden. Tun wir das nicht gerade? Richtig, natürlich tun wir das. Eure Tändeleien. Mit mir. Ich habe sie bemerkt. Außer ich bilde mir das nur ein, was durchaus möglich ist. Nein, ihr bildet euch das nicht nur ein. Ihr könnt mich nicht umwerben, falls das eure Absicht sein sollte. Es ist unmöglich. Und warum genau ist es unmöglich? Das sollte doch offensichtlich sein. Nun, für mich ist es nicht offensichtlich. Ihr habt vor, mich angemessen zu umwerben? Ausgerechnet ihr? Ist es das, was ihr wollt? Nein. Was? Doch, genau das ist es, was ich will. Ich will einen Mann, der mein Herz erobert, der mir Blumen bringt und mir bei Kerzenschein Gedichte vorliest. Ich will es perfekt. Ihr seid der Inquisitor und der Herold Andrastes. Ihr könnt nicht dieser Mann sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so empfindet. Ich weiß, was ihr in mir seht. Ich bin eine Kriegerin. Ich bin unverblümt und schwierig und selbstgerecht. Doch hinter all dem schlägt auch ein Herz. Es sehnt sich nach dem, was mir verwehrt bleibt. Wenn ihr das nicht erkennt, hört auf. Was euch anzieht, ist nur die Oberfläche. Ich kann dieser Mann sein, Cassandra. Das Schicksal der Welt liegt in unseren Händen. Wir sehen ständig dem Tod ins Auge, Inquisitor. Das ändert nichts an meinen Gefühlen. Es ändert alles. Es ändert nichts. Gerade weil das Schicksal der Welt immer auf des Messers Schneide steht. Hier oben war ich noch nie, oder? Der Raum sagt mir gar nichts. Wo hat sie mich denn hier hingebracht? Kurios. So, besorge in den Läden von Val Royeaux einige Kerzen, Blumen und Gedichtbände. Hallo? Oh, hier war ich echt noch nicht. Was ist denn hier los? Ein zerknüllter Brief. Lieber Evan, mehr als ein Jahr warst du das Licht meines Lebens, das Lied in meinem Herzen, aber die Welt hat sich verändert. Und das gilt auch für uns beide. Wie könnte man derselbe bleiben, nachdem man erlebt hat, wie der Himmel aufgerissen wird? Ich habe durch die Risse das Ende gesehen und ich habe Angst, dass unser Leben nicht mehr lange währen wird. Du hattest mir gesagt, dass die Entfernung zwischen uns schwer zu ertragen sein würde. Ich habe geantwortet, ich würde niemals die Arme eines anderen suchen. Ich habe mich geirrt. Ich habe in Val Royeaux jemanden kennengelernt. Sie ist düster, wo du unbeschwert bist. Sie füllt ihr Leben nicht mit Kämpfen, sondern mit Poesie aus. Und ihre Stimme, ihre Zunge stolpert so anmutig über die gerollten Laute und Schnörkel der orlesianischen Sprache. Sie gibt mir die Hoffnung, dass wir das alles vielleicht doch überleben werden. Es tut mir leid. Ich werde dich nie vergessen, Aurore. Oh no. Ach no. Was ist das? Das sieht seltsam aus. Bin mir nicht sicher, ob ich damit was zu tun haben will. Hier geht's wieder runter, ne? Und hier vorne ist bestimmt auch noch ein Zimmer, oder? Ach,
hier bin ich. Ah. Ich verstehe. Hier oben ist auch noch ein Mosaik. Ist aber noch nicht ganz fertig. Auf der anderen Seite auch? Ja. Fehlt auch noch eins. Wir haben ganz viele Mosaike, wo uns noch eins fehlt. Also ein Stück, um es fertig zu bekommen. Huch, jetzt bin ich wieder hier. Mein Herz. Ein Inquisitor nimmt immer den leichten Weg. Hat Morrigan eigentlich was zu sagen? Ah, auch im Garten unterwegs. Was habt ihr getan, um uns zu helfen? Im Moment konzentriere ich mich darauf, herauszufinden, was Korypheus ist und woher er seine Macht bezieht. Vor allem die Elfenkugel, die er bei sich trägt, hat mein Interesse geweckt. Ich frage mich, ob die Macht, mit der er das Nichts aufgerissen hat, tatsächlich aus der Kugel kam. Vielleicht ist sie sogar der Ursprung eures Ankers. Wenn ich herausfinde, woher sie kommt, erfahre ich vielleicht auch, was Korypheus vorhat und welche Schwächen er hat. Mhm. Ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen. Bedrängt Korypheus weiter. Ja, ich weiß, das haben wir alles schon mal gehört. Ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen, aber ich renne jetzt weg. Ich renne jetzt weg. So, Mutter Giselle, irgendwas zu sagen? Herold Andrastes. Nö. Lebt wohl, ehrwürdige Mutter. Bis zum nächsten Mal. Dann werden jetzt auf jeden Fall mal die Pflanzen wieder geerntet. Zack, zack. Ja, und dann... Val Royo, Radcliffe. Auf geht's! Auf geht's! Romantik pur. In Sachen Liebe sehnt sich Cassandra nach einem Kavalier, der sie mit Kerzen, Gedichten und Blumen umgarnt. Besorge ihr diese Dinge. Natürlich, jederzeit. Ich nehme natürlich nicht Cassandra mit. Das wäre ja absurd. Ich nehme Blackwall mit, ich nehme Cole mit und ich nehme Dorian mit. Dann würde sie ja wissen, was wir da vorbereiten. Das wäre nicht gut. Ja, dass die Sucher die Möglichkeit, die Besänftigung rückgängig zu machen, geheim gehalten haben. In der Inquisition? Die rote Jenny? Das passt doch überhaupt nicht. Sie sorgt dafür, dass man uns nicht vergisst. Ich hoffe, sie hat überhaupt noch Zeit für uns. Oben im Vichess-Anwesen haben sie Probleme mit einem grabschigen Erben. Sie wird sich schon darum kümmern. Ihre Freunde sind überall. Ihre Freunde sind überall. Dass sie das geheim gehalten haben, verwundert mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr, denn die Besänftigung wurde immer als Mittel zum Zweck ausgegeben, Magier zur Raison zu rufen. Diese Form der Bestrafung, diese Form der auf ewig, ja, wie sagt man, für immer ihrer Fähigkeiten zu berauben, beziehungsweise ihrer Emotionen zu berauben, nicht ihrer Fähigkeiten, die aufrechtzuerhalten, war ja mit eins der Möglichkeiten, mit denen man überhaupt im Zirkel die Ordnung aufrechterhalten könnte. Wenn nun also bekannt wird, dass alle Besänftigten wieder zurückgehen können und eine Bestrafung in dem Sinne eigentlich gar nicht wirklich möglich ist, ich glaube, das hätte die Disziplin in den Zirkeln doch deutlich geschwächt. Und dass die Sucher der Wahrheit das dann in diesem Fall die romantischste Kerze in ganz Thedas in diesem Fall zurückgehalten haben, wundert mich überhaupt nicht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Kerze und der romantischsten Kerze in ganz Thedas? Die werden schon bald eine neue Göttliche ernennen, die euch dazu zwingt, für uns einzustehen, anstatt nur euresgleichen zu beschützen. Wenn ihr dem Adel die Taschen leert, was wird dann eurer Meinung nach geschehen, sobald die Kämpfe beendet sind? Na was wohl? Ich werde mich in eure feinen Lacken wickeln. Da bin ich nicht so überzeugt. Wort für Himmel oder Erde, beim Erbauer oder Luft. Der Inquisitor höchstpersönlich. Möchtet ihr vielleicht einen Strauß Blumen, euer Gnaden? Die Rosen sind zu dieser Jahreszeit absolut atemberaubend. Ihr verkauft also Blumen? Oh, eigentlich ist es vielmehr so, dass ich sie züchte. Für die Säle des Winterpalastes. Kaiserin Silhen liebt die rosafarbenen Gänseblümchen über alles. Sie sind ziemlich schwer zu züchten. Aber ich glaube, niemand hätte etwas dagegen, wenn ich dem Herold Andrastes ein paar Blumen überlasse. Es kann ja unser kleines Geheimnis bleiben. Ich war tatsächlich auf der Suche nach Blumen. Wirklich?
Und für welchen Anlass, wenn ich fragen darf? Für eine Freundin. Oh, nun, dann kommen ein paar Wildblumen natürlich nicht in Frage. Ich habe genau das Richtige für euch. Ich werde sie euch auf die Himmelsfeste schicken. Es sind seltene Schönheiten, die eure Dame verzaubern werden. Hm. Was ist hier los? Konspirative Versammlung hier in der Ecke. Seltene Schönheit. Ich finde, gerade in diesen Zeiten muss auch einfach Platz für sowas sein. Es muss auch einfach Platz dafür sein, dass der Inquisitor sich mal auf den Weg macht, um Blumen für seine Angebetete zu bestellen. Das, wenn das nicht mehr geht, ne, wofür kämpfen wir dann? Natürlich kann man das nicht 90% der Zeit machen, aber wir haben jetzt die letzten Monate im Spiel. Die letzten Monate haben wir ausschließlich der Tatsache gewidmet, die Welt zu retten. Haben dabei Verluste in Kauf genommen, Schmerzen. Schlimme, schreckliche, tragische Schicksale haben uns Herausforderungen gestellt, wo jeder andere sagen würde, nö, mach ich nicht. Und wer will jetzt Alec verwehren, einmal etwas für sich selbst zu tun? Spindelkraut. Ich glaube, es ist der Laden da hinten, oder? Der so leuchtet. Zwergischer Buchhändler, na schau an. Der Buchhändler. Nehme ich mal alles mit, oder? So. Ich glaube, ich muss mit ihm reden. Oh. Okay. Wieder zurück, hä? Ich wünschte, ich könnte euch ein paar Bücher verkaufen. Ach, verdammt, ich wünschte, ich könnte irgendwem ein paar Bücher verkaufen. Ihr seid ein Buchhändler? Normalerweise ja. Und das ist kein Grund, mich so komisch anzusehen. Ich dachte, ich komme her und versuche mein Glück damit, den ganzen Magiern hier Bücher und gelehrten Kram zu verkaufen. Aber natürlich mussten sie ja allesamt verschwinden, wie ein Furz in einer Höhle. Wenn ich nur meine Waren hätte, würde ich sofort wieder nach Hause gehen. Was für ein verdammter Mist. Also, was genau ist passiert? Oberflächler sind passiert. Ich hatte mein gesamtes Geld für Bestechungen ausgegeben, nur um dann feststellen zu müssen, dass die verdammten Templer meinen Wagen überfallen haben. Sie dachten, ich würde die Robenträger mit Vorräten versorgen, und jetzt ist er irgendwo da draußen. Habt ihr in eurem Wagen auch Gedichtbände? Natürlich. Magier lieben diesen Kram. Nur mir bringt das jetzt leider überhaupt nichts. Sieh an! Finde die verschwundene Karawane des zwergischen Buchhändlers. Wo könnte die sich nur befinden? Da hinten. Da sind wir doch relativ in der Nähe. Da haben wir doch ein Lager. Da können wir mal eben hinreisen. Es gibt hier in den Hinterlanden übrigens auch noch diesen einen Ort. Hier, die Karta. Ich habe das nicht vergessen, dass bei der Karta noch eine Tür war, wo wir uns vorher durchgemogelt haben. Aber wo es... wo es definitiv... Ich lasse den Bären in Ruhe. Wo es definitiv auch noch eine Möglichkeit geben muss, da irgendwie dahinter zu kommen. Und zwar regulär. Und fair. Oh, Kristallsegen. Hallo. Ansonsten müssen wir uns da halt nochmal durchmogeln. Aber diese Tür muss irgendwie aufgehen. Das heißt, da werden wir mit Sicherheit auch nochmal vorbeischauen. Und uns angucken, ob wir da nicht irgendwie runterkommen. Na, schau mal einer an. Wen haben wir denn da hinten? Sind das eventuell schon die Plünderer? Ihr seht so plünderig aus. Ja, Dorian, danke, dass du die Leute verschreckt hast und sie jetzt in alle Richtungen laufen. Das hilft uns im Kampf echt weiter. Und vorbei. Aus, da ist der Gedichtband. Ach, den Rest lass mal liegen, ja? Wir bringen dem sein Zeug nicht wieder oder so. Nee. Wir haben nur den Gedichtband rausgenommen und jetzt ist es uns egal, was damit passiert. Umgarne Cassandra mit den Kerzen, dem Gedichtband und den Blumen. Das will ich doch gerne tun. Endlich ist es soweit, dass wir da mal ein bisschen voranschreiten können. Auch da haben wir uns sehr viel Mühe mitgegeben über die gesamte Zeit hinweg. Und nie wurde unsere Mühe so richtig belohnt.
Aber Cassandra ist einfach schon auch verdammt niedlich, ne? Also das muss man ja mal sagen. Wie sie sagt, nein, das will ich nicht. Weg war sie. Tür geht wieder auf. Ja doch, irgendwie schon. Das ist schon irgendwie... Cassandra, ich habe da mal was vorbereitet. Ich kann einfach nicht aufhören, über unser Gespräch nachzudenken. Ihr habt doch nicht wirklich vor, mich zu umwerben, oder? Ich sagte, ich würde es tun und genau das werde ich auch. Ich glaube euch, aber... Ihr klingt nicht, als würdet ihr mir glauben. Es sollte keine Herausforderung sein, Mylord. Ihr müsst es nicht tun, nur weil ich angedeutet habe, ihr könntet es nicht. Es ist ganz einfach. Mir liegt etwas an euch. Ihr macht die Dinge wirklich gerne kompliziert, nicht wahr? Das ist wohl richtig, ja. Da können wir auch später noch drüber reden, oder? Ich will jetzt nicht über Besänftigte reden und sie dann... Nee. Wir machen jetzt erstmal das hier. Ich würde mich gern mit euch unterhalten. An einem ungestörten Ort. Oh, und wie ungestört? Es gibt direkt außerhalb der Himmelsfeste einen Hain. Trefft euch dort mit mir. Wenn ihr sicher seid... Das bin ich. Vertraut mir. Klang ein bisschen psychopathisch. Die kahlen Zweige blühen auf. Ein lauer Wind hebt an. Er trägt ein Hauch von Blütenduft, süß wie des liebsten Kuss. Bringt Hoffnung, Träume, Glück herbei, gleich einem sanften Fluss. Das kann nicht euer Ernst sein. Doch, kann es. Und das ist es auch. Und da habt ihr euch dieses Gedicht ausgesucht? Was gibt es daran auszusetzen? Carmenum de Amatus. Ich dachte, es sei verboten. Sein verheißender Kuss, wie ein stummes Gebet. Durchdringt meinen Geist, mein Körper, er fleht. Seine Augen... Ein Spiegel voll Sternenglanz. Ich gebe mich hin, bin bereit für den Tanz. Zum Leben erwacht, tauche ich ein in die Nacht. Lesen wir noch eins. Sie werden zwei Dinge von mir sagen. Dass ich an der Seite des Inquisitors stand, als Beschützerin und Geliebte, dass es so bestimmt war. Oder sie werden sagen, dass mich die Listen eines Wahnsinnigen vom Weg des Glaubens abbrachten. Was Sie sagen, ist mir egal. Was glaubt ihr? Ich glaube, ihr seid ein ehrlicher Mann. Ich glaube, ihr seid der Herold Andrastes, auch wenn ihr es selbst nicht glaubt. Abgesehen davon glaube ich, dass ihr zu allem fähig seid, und das macht mir Angst. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gefühlt. Ich war in meinem Leben nur mit einem Mann zusammen. Einem Magier, mit dem ich durch die Lande reiste, als ich noch sehr jung war. Er starb beim Konklave. Ich werde nicht zulassen, dass Korypheus gewinnt. Und ich lasse nicht zu, dass er mir euch wegnimmt. Ich liebe euch. Hier, heute Nacht, glaube ich euch. Da fühlt es sich doch gleich nochmal viel besser an, die Welt zu retten, ne? Es ist doch jetzt hat man noch mehr Gründe dafür. Ich will eigentlich gar nicht so sehr jetzt einfach wieder in den Alltag starten, ne?
Man hat überhaupt gar keine Lust, jetzt sozusagen hinzugehen und zu sagen, ach übrigens, die Besänftigten, lass uns mal kurz hier. Wir müssen Berichte erstatten und jetzt schnell mal an den Kartentisch und Dinge tun. Ich habe irgendwie das Gefühl, die beiden haben sich mal so 2-3 Tage für sich verdient, in denen sie sich nicht damit beschäftigen müssen. Ich gehe einfach mal davon aus, so für unsere Gedankenwelt, dass sie sich diese 2-3 Tage vielleicht auch genommen haben. Und dass jetzt einfach schon ein bisschen Zeit vergangen ist und, naja, eben die nächsten Aufträge auch wieder anstehen. Hat ja auch keiner gesagt, dass sie aufhören werden, jetzt die Welt zu retten. Ihr lenkt mich ziemlich ab, wisst ihr das? Nun. Ich wollte mit euch über die Heilung der Besänftigten sprechen. Es ist keine Heilung. Nicht wirklich. Magier, die einst Besänftigte waren, verlieren jegliche Kontrolle über ihre Gefühle. Sie werden unvernünftig und sind nicht fähig, sich zu konzentrieren. Es mag sein, dass dieser Zustand nur vorübergehend ist und man ihnen helfen kann, aber es wird Zeit brauchen, das zu erforschen. Aber ihr werdet der Sache nachgehen. Das habe ich vor, ja. Ich möchte nur ungern, dass sich Gerüchte über eine Heilung verbreiten, bevor wir nicht sicher sind, dass wir diesen Leuten auch helfen können. Sobald das jedoch gewährleistet ist, werde ich die Neuigkeiten persönlich verkünden. Ja, wenn sich jetzt die Gerüchte verbreiten würden und hinterher kommt raus, sie können gar nicht helfen, dann ist der nächste Aufstand nämlich vorprogrammiert. Dann heißt es, ja, die Eliten, die können wohl helfen, die verschweigen das nur, das ist alles eine große Verschwörung. Ich hatte gehofft, wir könnten ein wenig Zeit miteinander verbringen. Wie könnten wir uns wohl die Zeit vertreiben? Das klingt ein bisschen... No. Wie sie sich heimlich oben in der Schmiede treffen. No. Das ist so romantisch und so niedlich und so... Oh. Da schmilzt mein kleines Fuchsenherz. Ja, trotzdem werden wir die Welt retten. Ohne Zweifel. Das werden wir tun. Ab und zu werden wir uns da oben in der Schmiede treffen. Aber nebenbei werden wir auch die Welt retten. Oder, naja, nebenbei werden wir uns treffen und hauptsächlich werden wir die Welt retten. So rum ist es, glaube ich, besser. Ja. Wir haben einen neuen Thron bekommen. Ich muss mal hier, Varric. Wollt ihr etwas mit mir besprechen? Nein. Darf ich euch etwas fragen, Varric? Ihr wollt über mich reden? Ich bin gerührt. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Nein. Danke, Varric. Kein Problem. Das hat sich erledigt. Romantik pur ist schon wieder abgeschlossen. Schön. Lass uns mal gucken, wie der neue Thron aussieht. Das ist so niedlich zwischen den beiden. Das ist irgendwie... Ich freue mich gerade voll für die. Ich habe mal für einen Lord gearbeitet, der seine Katapulte mit Nachkommen. So. Es war doch ein neuer Thron, oder? Ja, es war ein neuer Thron. Andrastische Kirche. Okay. Alles klar. Also rein von der Skizze her bin ich schon durchaus überzeugt. Oh ja. Andraste im Feuer. Ein sehr, sehr schlichter Thron, der aber sehr deutliche Aussagen macht über denjenigen, der da drauf sitzt. Ich glaube, das lasse ich erstmal so. Nicht, dass wir zu einem gewissen Größenwahn tendieren würden. Um Gottes Willen, wie käme ich dazu? Das würde ich nie tun. Aber so rein von der Wirkung her kann ich mir schon vorstellen, dass das gar nicht mal so schlecht ist. Nun. Einige Berichte sind fertig geworden. Ja, und nach dieser schönen Romanze mit Cassandra und diesem kurzen Abstecher in ein normales Leben für beide, haben wir keine Wahl. Wir müssen den Kriegsrat einberufen. Wir müssen unsere nächsten Schritte planen. Wir müssen... schauen, wie wir Corypheus aufhalten, sonst hat das alles keine Zukunft. Nichts davon. Enttarnung des Doppelagenten.
Hiermit gestehe ich, Abernal Harish, in Diensten der Inquisition als Maler bekannt, dass ich unsere Sache für das Versprechen der Venatori, mir einen Titel zu verleihen, verraten habe. Ich bin mir der Barmherzigkeit der Inquisition bewusst, die mir im Austausch für die Geheimnisse des Feindes, dem ich inzwischen abgeschworen habe, mein Leben schenkt, und werde meine Strafe im Kerker bereitwillig verbüßen. Abernal Harish, bezeugt von Schwester Liliana. Na, da haben wir ihn doch gefunden. Soldaten im Frostgipfelgebirge. Von einer Brieftaube überbrachte Nachricht an Kommandant Cullen. Eure Hilfe traf gerade noch rechtzeitig ein. Meine Schwestern und ich haben die Soldaten sicher nach Ferelden gebracht. Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel uns das bedeutet. Möge der Erbauer euch und unsere Retter segnen. Schwester Paulette. Kommandant. Wir haben die Spur der Roten Templer verloren. Erwarten weitere Befehle. Leutnant Kestral. Aber dafür haben wir den Dank der Kirchenschwestern freigeschaltet. Inquisitor Trevelyan, ihr erinnert euch vielleicht nicht an mich. Ich war einige Zeit auf der Himmelsfeste und begleitete später einige verwundete Soldaten nach Ferelden. Unsere Reise war jedoch gefahrvoller als erwartet. Und nun schreibe ich euch, um der Inquisition für ihre Hilfe zu danken. Ich habe nicht viel anzubieten, aber wenn ich der Inquisition auf meine bescheidene Weise helfen kann, müsst ihr es mir nur sagen, Schwester Paulette. Schwester Paulette hat Mut und Barmherzigkeit bewiesen, als sie bei den verwundeten Soldaten blieb. Sie hat schon mehr getan, als von ihr erwartet wurde. Gönnt ihr und ihren Mitschwestern etwas Ruhe. Ich denke auch, dass das... Inquisitor. Sie muss jetzt nicht unbedingt, weil das klingt dann so, als würden wir wirklich auch was verlangen für das, was wir getan haben. Dem ist nicht so. So. Ach Mist. Da wollte ich ja eigentlich Liliana hinschicken. Er versucht einen Vorteil aus der Situation zu ziehen, dieses Angebot ist mit Vorsicht zu genießen und doch hat das einen gewissen Wert. Ich würde hier wirklich gerne Savalin und seine Bande hinschicken. Deswegen lassen wir das nochmal offen, bis Liliana wieder verfügbar für uns ist. Ansonsten haben wir gerade nichts, was wir machen könnten, außer eben die Ressourcen sammeln. Fluchtwege. Ach so, da muss auch Liliana ran. Liliana hat viel zu tun in letzter Zeit. Die ehemaligen Sklaven, die aus der fauchenden Ödnis befreit wurden, haben Zuflucht bei der Inquisition gefunden. Die meisten von ihnen haben vor, zu ihren Familien zurückzukehren, die sich schon lange für tot halten. Andere haben gefragt, ob sie der Inquisition als Lohnarbeiter dienen können. Tja, Handwerker können wir immer brauchen, ne? Inquisitor. Sag ich nicht nein. Und einer kann auch Geld sammeln. Hier, Josephine. Kann ein bisschen Geld sammeln. Das bedeutet aber auch, das Einzige, was wir noch überhaupt irgendwie offen haben, ist das hier. Die Westgrate untersuchen. Andererseits... Und das wäre eine Sache, die ich auch dringend mal angehen müsste. Das ist unter anderem die Astrarien. Und wie ich hier unten in den Hinterlanden, hier im Fallbruch war es. Im Fallbruch gefundene Artefakte, 1 von 2. Huch. Ach, der Requirierungsoffizier ist wieder. Da. Diese Tür, da müssen wir eigentlich gar nicht lang laufen. Das kann ich nämlich direkt mal besorgen. Denn dadurch, dass wir ja jetzt Cole mit dabei haben, beziehungsweise nicht Cole mit dabei haben, nee, falsch. Nein. Dadurch, dass wir... Hat sich ihr Bild verändert? Oder wirkt das nur so? Wir können jetzt Türen aufschließen, auch die schlimmsten Türen. Und das da oben war ja eine von den schlimmsten Türen, um an die Artefakte ranzukommen. Ich glaube, wir haben dann auch alle Artefakte gesammelt für Blackwall, wenn wir das da oben haben. Muss ich nur mal gucken, ob wir noch irgendwo anders offene Quests haben, die wir mittlerweile simpel erledigen könnten. Oh, der Fallbruch. Ich habe ihn nicht vermisst, überhaupt nicht. Ja, ja, kommt ihr mal wieder aus euren Sümpfen rausgekrochen da unten. Blitz.
Ein Geist folgt uns, aber das soll mir ja recht sein. In den Westgraten gefundene Artefakte. Ach, schau an. Ja, in den Westgraten, da gehen wir ja erst hin. Da gehen wir erst hin. Ich weiß, wo es ist. Vielleicht mal ein bisschen rumstöbern? Mhm, das werden wir tun. Wir müssen nur nach oben. Warte mal. Das fällt mir gerade auf. Wieso trage ich eigentlich keine Rüstung? nehm. Das war jetzt ein bisschen... ja, gefährlich. So, Cole. Walte deines Amtes. Sehr schön. Da ist sogar noch mehr drin. Guck mal, ein Mosaikteil. Gefundene Teile bei Befreiung der Sklaven 9 von 12. Hier kann noch geplündert werden. Verzierter Langbogen. Hier kann noch geplündert werden. Oho. 20% Heilungsbonus. Nicht schlecht. Foliant der Grauen Wächter. Ein Streifen von Blau. Der auf ein Stück Papier gekritzelte Text eines Liedes. Verfasser unbekannt. Der Regen prasselt hernieder. Der Himmel ist grau in Grau. Ach, er konnte nicht bleiben und es zeigt sich kein Streifen von Blau. Da war dieses Zerren in seinem Blut und die Träume riefen ihn fort. Sein Herz schlug einen fernen Takt, zog ihn hinfort von diesem Ort. Der Regen prasselt hernieder, der Himmel ist grau in Grau. Okay. Siehst du, der Regen hat fortgespült deine Tränen, so salzig und heiß. Auch wenn das Dunkel nun nach mir ruft, ist der Tod jedes Lebens Preis. Er machte ihn jenen letzten Schritt, wie so viele vor ihm auch. Ein Abschiedsblick noch auf die Welt, dann hinein in Schatten und Rauch. In der Ebene steht ein einsames Haus, über das die Wolken fegen. Sie erinnert sich und singt für ihn von einer Zeit vor dem stetigen Regen. Gute Andraste, hör unser Lied, unser aller Weg führt ins Grau. Doch bevor unsere Seelen hinübergehen, lass uns sehen einen Streifen von Blau. Der Regen prasselt hernieder, der Himmel ist grau in Grau. Ach, er konnte nicht bleiben und es zeigt sich kein Streifen von Blau. Ich denke, Blackwall hätte das hier gern gesehen. Davon bin ich überzeugt. Feste Hargrave. Im Jahr 652 des Zeitalters des Sturms halfen Ban Hargraves Ritter dabei, die Avar-Eindringlinge aus den Ebenen von Ferelden zu vertreiben. Als der König Hargrave bat, die abziehenden Stämme zu verfolgen, weigerte sie sich und verlangte Geld für den Bau einer Feste. Angesichts des gespaltenen Hofs, Hargraves Rittern und einer drohenden Hungersnot, gewährte der König ihr ein großes Stück Land im Süden. Nach dem Sieg über die Avar, die sich im Marschland neu formierten, errichtete der Bann ihre Burg. Als die Hungersnot schlimmer wurde, stellte sich heraus, wie klug ihre Ortswahl gewesen war. Auf der Feste Hargrave gab es immer genügend Fisch und Wild, während die Bauern darben mussten. Hargraves Linie starb während des gesegneten Zeitalters im Kampf gegen die Eindringlinge aus Orlais aus. Nur das Dorf am Fuße der Feste ist noch bewohnt. Sie selbst ist inzwischen eine Ruine. Ja, das haben wir ja gesehen, dass sie eine Ruine ist. Na gut, dann haben wir zumindest schon mal hier jetzt alles abgeschlossen, glaube ich. Und wir gucken nächste Folge mal, was wir noch abschließen können und dann... bewegen wir uns natürlich in Richtung der Westgrate. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Ich bin auch ein bisschen glücklich, dass Alec endlich ja, ein bisschen Zeit verbringen konnte. Und dass Cassandra auch so ein bisschen von dem bekommen hat, was sie sich wirklich wünscht. Nämlich ein Mann, der sich auch wirklich um sie, ein Liebhaber, der sich um sie kümmert und sie auch ein bisschen umwirbt und sie auch mal ein bisschen Romanze erleben darf und nicht nur immer die kräftige Kriegerin ist. Na gut, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.